17 Mann Koboldfass, du hast eine legendäre Karte. Sie ist jetzt eine legendäre Karte. Über welche würdest du dich am meisten freuen? Oh. Ah, ich weiß gar nicht, welche du haben kannst. Ich weiß gar nicht, wie das da losgeht. Welche. Okay, drück mal. Ich bin richtig gespannt. Drück mal drauf, mal gucken, was wir. Welche würdest du am besten finden? Ich weiß gar nicht, welche du haben kannst. Ich glaube, du kannst den Lava-Hund schon haben. Du bist ja erst Arena 7. Viele kommen ja erst danach. Okay, soll ich einfach Hoffentlich mal? Eine gute. Ja, komm, drück drauf. Marquez von hinten spendet erneut 20 Euro. Viele Grüße Alter. An Nimsi Hartmann, Anne Furtrubin, Marco Rahlsechs, Wilfried Licht. Stopp, stopp, stopp. Das sind alles irgendwelche Namen hier. Hier zum Beispiel Nimsi Hartmann und so, weißt du? Aha. Das sind alles, der hat sich richtig reingelegt. Und du liest es alles so vor. Richtig gut. Also ich. I love to smoke weed. 44 spendet 2 Euro. Moin Trimax, Alter, kennst du mich noch? Bin mal wieder absolut stoned. Aber gönn natürlich kenne ich den noch. Aber gönn dir mit deiner Freundin, Digga. Patrick's 1507 hat geresubbt zum dritten Mal. Nice. Ische spendet nochmal 2 Euro. Tut mir leid wegen vorhin, aber ich bin verzweifelt. Alle sprechen auch Ische. Du sprichst das richtig aus. Das kann man nicht richtig aussprechen. Ich bin da schon 100 Mal dran verzweifelt. Das ist unmöglich. Spendet 5 Euro, übernimmt die Überweisungskosten. Special Offer geht auf mich, weil sie so süß ist. Danke. Flugladen 1 spendet 5 Euro. Für das Angebot, für das Erreichen von Arena 9 gleich. Viel Spaß, alle Susanne in den Chat. Vielen, vielen Dank. Selina spendet 2 Euro. Ich grüße Niklas Wegner. Und er ist Kacke in Clash Royale. War das alles? Ja. Dann kannst du auch ein bisschen den Chat vorlesen. 15.000 Zuschauer haben wir im Moment. Nice. Wir sollen mehr zusammen streamen. Oh ja. Wenn du da Lust drauf hast. Oh, Ladekabel. Oh ja, shit. Hat das jemand geschrieben? Ja. Das ist immer hier. Ist das lang genug? Ja. Das war ja jetzt komplett leer, das iPad. Das war nicht gut. Das ist echt krasses Kartenlevel für dein Level hier, ne? Nächste Spende von David Förster. Er spendet 2 Euro. Jo, Max, ich wollte nur sagen, dass meine Eier kleiner sind als Reiskörner. Und mach weiter so. Liebe dich. Danke für die Info. Macht dir der Stream Spaß, Selina? Ja, ist auf jeden Fall ganz witzig. Also, hätte ich nicht gedacht. Es bringt Spaß. Wie alt ich bin? Ich bin 19 Jahre alt. Push dich immer ein bisschen hoch, ne? Mach das. Du bist da mit dem Chat beschäftigt. Jeden Freitag soll ich mit Max streamen? Nee. Freitags bin ich auch oft irgendwie feiern oder sowas. Aber ab und zu, so einmal im Monat oder so, kriegen wir das bestimmt hin. Das schaffen wir ja. Wieso spielen so viele Leute die Skelettarmee? Ist das hier normal in den unteren Arenen, dass jeder Spieler die Skelettarmee dabei hat? Das ist jetzt für mich neu. Spielst du oft? Ach, du spielst nicht so oft, ne? Nee, weiß ich leider nicht. Ob wir ein Kind später wollen? Ja, mit Ende 20 oder so. Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Mach dir mal ein Fan-Treffen. Wir wollten eigentlich mal so eine Deutschland-Tour machen. Und dann in jeder großen Stadt irgendwie mal anhalten, das hatten wir uns mal vorgenommen. Vielleicht kriegen wir das ja dieses Jahr noch irgendwie organisiert. Ische spendet nochmal 2 Euro. Ich heule gleich, nicht Ische, sondern Ische.
Ich weiß es nicht. Sag es Buchstabe für Buchstabe, bitte. Y-E-S-H-E. I-E-S-H-E. I-E-S-H-E? I-E-S-H-E. Warum? Wer nennt sich denn so? Oder ist das dein echter Name? Oh, da ist ein Schweinereiter. Da war ich mal auf K. Oh, der ist echt Level 3. Schweinereiter Level 3, der stirbt einfach an der Kanone. Das ist ganz gemein. Das ist so krasse Kartenlevel. Wollt ihr heiraten? Max, wollen wir heiraten? Da haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht. Das ist vielleicht auch ein bisschen früh festzulegen. Ich meine, Selina ist 19. Alter Leute, guckt euch das Duell an. Level 7 gegen Level 3, das ist so gemein. Hat Selina einen YouTube-Kanal? Ja. Ja? Nein, hast du nicht. Ach so. Musst du doch wissen, ob du einen hast. Das war witzig. Hattest du mal eine Zahnspange? Ja, hatte ich, aber nicht lange. Irgendwie ein Vierteljahr oder so hatte ich nur eine Zahnspange. Dominik spendet 2 Euro und schreibt, lass mal Selina auf deinem Account in der Arena zocken, ohne dass du Tipps gibst. Würde sicher lustig werden. Oh, da kenne ich ja gefühlt keine Karte. Stimmt, ich kenne erst die Karte. Nee, das wäre auch zu schwierig, glaube ich, bei 4700 Trophäen. Alle lachen deinen Blick aus von eben. Wo du gefragt hast, ob du einen YouTube-Kanal hast. Ich wollte eigentlich nur die Zuschauer, ich wollte eigentlich nur euch pranken, als ich gesagt habe, ja, sie hat einen YouTube-Kanal. Aber ich habe irgendwie sie geprankt. Das hat nicht funktioniert. Findest du, dass Trimax zu viel zockt? Ja, schon viel, aber es geht noch. Er zockt ja meistens nur abends mit euch und tagsüber macht er ja irgendeinen anderen Kram. YouTube oder E-Mail-Verkehr, Skype-Telefonate, irgendwie sowas. Das stimmt. Also wenn ich außerhalb des Streams zocke ich fast gar nicht mehr. Also heute ja, weil das Special-Event rauskam. Ansonsten habe ich da irgendwie gar keine Zeit für. Dann fange ich lieber früher den Stream an, wenn ich dann Zeit habe und zocke dann mit euch. Wollt ihr, dass ich den gesamten Stream auf YouTube hochlade? Soll ich den gesamten Stream auf YouTube hochladen? Oh, das sind viele Ja's. Ist das okay für dich? Ja, passt. Okay, sehr gut. Kai Aying Kai Aying 96 spendet 2 Euro. Ich grüße Alexander Thomas AK Wellsee und frage ihn, wo er bei Clash Royale ist. Sehe ihn nicht mehr. Okay. Der hat aber auch Probleme manchmal hier in den Fragen und Spenden, ne? Tom0606Tom spendet 2 Euro. Alter, ich habe mein Handy gerade fast gegen die Wand geworfen, da sie Riese Level 7 bin Arena 9 und habe ihn auf Level 6. Ja. Ja, Leute, einfach nur anfragen die Karten und irgendwann hat man gewonnen. Viele sagen immer Pay to Win, aber es ist auch Time to Win einfach. Weißt du, wenn ihr einfach über 9 Monate lang Karten anfordert, ohne richtig zu zocken und selbst ihr seid so in einer niedrigen Arena, das funktioniert einfach. Das funktioniert einfach, das ist so krank. Hat deine Freundin eine Brille? Ja, also ich habe Kontaktlinsen jetzt drin, aber ich habe relativ schlechte Augen. Also normalerweise, also ab und zu trage ich auch mal Brille, ja. Der nächste Subscriber, Flowo82. Hat subscribed zum zweiten Mal und schreibt dazu, bester Mann. Alter, der hat einen Ballon Level 1. Wie lange kennt ihr euch schon?
2 Jahre. Kennen? Kennen? Ja. Ja. Vielleicht, ja. Setz mal die Brille auf. Ich hab die gar nicht hier. Also. Nee, die setze ich jetzt auch nicht auf. Wo ich mal aufstehen kann? Nee. Das ist bin hier zu klein. Außerdem ist es hier super eng. Das ist eng. Hier super eng mit dem Greenscreen da. Und rechts neben ist der PC und hier links sitze ich. Das sitzt hier voll in der Ecke eingefärbt. Das sieht man gar nicht, glaube ich, auf dem Video. Wir können die aufstellen. Aber wenn ihr Bilder sehen wollt dann von ihr, dann schaut auf meinen Instagram-Account. Da stehen wir manchmal, da stehen wir nebeneinander. Max ist echt irgendwie 30 cm oder so größer als ich. Ja, das ist witzig. Warte, wollen wir ein schönes Bild aus... aus Kroatien, ne? Da sieht man das, dass ich größer bin als du. Ein bisschen größer. Hier. Das ist ein schönes Foto, ne? Darf ich das reinposten? Ja. Hier, Leute, einmal ein Instagram-Foto von uns beiden. Da könnt ihr euch das reinziehen. Da seht ihr sie stehen und mich daneben. Ich bin ein bisschen größer. Hier fragt jemand, ob ich ein Piercing habe. Ja, seit einem Monat oder so habe ich ein Bauchnabelpiercing, aber es ist noch relativ frisch. Sonst habe ich keine Piercings oder irgendwas, auch keine Tattoos, nichts. So, wir müssen ja wieder öffnen für dich, dass du vorlesen kannst, ne? So. Ich stehe auf Zehenspitzen auf dem Bild. Das stimmt. Das stimmt. Auf dem Bild steht sie sogar auf Zehenspitzen. Hat auch jemand mal in die Kommentare vom Bild geschrieben. Also, obwohl sie ein bisschen auf Zehenspitzen ist, sie immer noch einfach zwei Köpfe kleiner. Nee, wir rauchen beide nicht. Also ich will auch gar nicht damit anfangen. Ich finde das scheiße, ehrlich gesagt. Nee, Rauchen kommt gar nicht in Frage. Ich bin jetzt auch 22. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann mal anfangen würde mit Rauchen. Also bin ich absolut gegen. Jubin, ey, die ganze Zeit hier die Fragen, das ist doch krank. Seid ihr Fußballfans? Nö, richtige Fans sind wir, glaube ich, beide nicht, ne? Du auch nicht so richtig. Ich auch nicht, ne? So Deutschlandspiele guckt man auf jeden Fall, aber sonst. Clever 1984 spendet 2 Euro. Erstens, Grüße an meinen Bruder Schönling und gute Besserung. Zweitens, Selina, hat dir Max schon offenbart, dass eure Tochter Susanne heißen wird? Die heißt definitiv nicht Susanne. Marquez von hinten spendet 2 Euro. Wie heißt der? Marquez von hinten, tatsächlich. Super Stream, ab damit zu YouTube. Machen wir. Hey, bin Kaido, spendet 2 Euro. Für Max seinen Lümmel braucht man eine Brille. Boccio spendet 5 Euro, übernimmt die Überweisungskosten. Öffnet hierfür eine Riesentruhe, egal welcher Account. Ja, machen wir. Ja? Nicht? Weiß ich nicht. Auf meinem Account brauche ich keine Riesentruhen und hier brauchen wir ja auch nichts, weil der Account ja sowieso nicht... Das ist schwierig irgendwie. Selina, wie findest du Basketball? Oh, da habe ich mich noch nie so richtig mit auseinandergesetzt. Ich habe ja mal Basketball gespielt, 2 Jahre. Ja, bei mir in der Dorfmannschaft. Hast du schon verloren? Irgendwas? Nur gewonnen? Ja, aber jetzt ist gerade komisch irgendwie. Wohnt ihr in Hamburg? Ja, also in der Nähe von Hamburg. Nicht direkt in Hamburg. Ob meine Haare gefärbt sind? Nee, das ist meine Naturhaarfarbe. Ist Max breit gebaut, wenn er vor dir steht? Ja, gefühlt doppelt so breit wie ich.
Seid ihr Dorfkinder? Ja, schon. Also ich du. Auf jeden Fall. Du, ich nicht. Ich ja. Was hältst du von Volleyball? Ich finde Volleyball eigentlich ganz cool. Also wir spielen oft in der Schule Volleyball. Bringt mir super viel Spaß. Sairak hat geresubbt zum 7. Mal. Er schreibt Herz 24-Stunden-Stream mit Selina. Grüße an Max. Oh, 24 Stunden halte ich nicht durch. Was ist die Frage? Ob ich nicht hier einen 24-Stunden-Stream mache. Nee, das ist. 24-Stunden-Stream ist echt hart. Da würdest du. Hast du überhaupt dann würde ich irgendwann umkippen. Warst du schon mal 24 Stunden am Stück wach? Nee. Irgendwann war? Nee. Noch nie in deinem ganzen Leben? Nee. Okay, das ist krass. Ja, als Junge ist das ja selbstverständlich irgendwann mal. Wenn man irgendwas zockt oder feiern geht, dann ist man ja ständig 24 Stunden wach. Schon sehr witzig. Du warst noch nie 24 Stunden wach? Nee. Irgendwann doch mal bestimmt. Irgendwann Silvester oder irgendein Geburtstag reingefeiert oder. Dein ganzes Leben lang, nicht? Musst du immer machen. Ja, muss ich immer machen. Hier im Stream. Aber ich glaube, dann bin ich so müde am nächsten Tag. Ja. Merlin M spendet 2. Oh, nochmal. Merlin. 2K spendet 2 Euro. Kauf deiner Freundin einen Schinken. Ich esse gar nicht so gerne Schinken, Leute. Bin nicht so ein Schinken-Fan. Selina, wie sind deine Noten so? Ja, durchschnittlich, ne? Also jetzt nicht super gut, aber auch nicht super schlecht. Also passt alles. Selina, wohnst du bei Trimax? Nee, noch nicht. Noch wohnen wir beide bei unseren Eltern zu Hause. Aber ab Oktober oder November ziehen wir zusammen. Pizza oder Döner? Oh, schwierige Frage. Ich esse sogar beides sehr gerne. Ja, wollte ich gerade sagen. Das kannst du gar nicht entscheiden. Du findest beides gut. In welcher Klasse bin ich? Ich bin jetzt Q2D, heißt das bei uns. Ich weiß nicht, ist glaube ich 13. Klasse, gibt es das noch? Oder 12.? Kann es einfach sein, dass du jetzt dein Abitur machst. Ja, ich mache jetzt mein Abi. Dann erübrigt sich das Ganze ja. Selina, zockst du GTA? Nee, ich zock gar kein Spiel, also überhaupt nicht. Ich habe auch noch nie irgendein Spiel gespielt. Früher habe ich ganz viel Nintendo gespielt. Echt? Das wusste ich gar nicht. Was hast du denn da gezockt? Dieses mit den Hunden, immer habe ich ihn richtig oft gespielt. Nintendogs, ja. Das habe ich aber auch richtig gesuchtet. Ist das nur. Hat man Nintendogs. War das ein Mädchenspiel oder hat man das auch als Junge gespielt? Ich habe das übelst gesuchtet mit meinem Bruder. Oder? Können wir hier fragen? Ist das jetzt komisch von mir oder ist das normal? Als Junge Nintendogs geht klar, ne? Ja, aber wie alt war ich da? Vielleicht 13 oder so. Auch als Junge hat man das gespielt. Okay. Beides. Hat beides, okay. Dann bin ich ja beruhigt, ey. Viele fragen jetzt mit der Sache, wenn wir zusammenziehen, das wird. Wir ziehen nicht zusammen zu unseren Eltern, sondern das wird eine ganz neue Wohnung werden. Wenn ihr da Bock drauf habt, weil das ist halt erst nächsten Winter, ne? Vielleicht so Oktober, November, Dezember 2017, das ist halt noch ewig hin. Aber wenn ihr Bock drauf habt, können wir da auf jeden Fall dann ein paar Vlogs machen. Ja, wie wir das alles so einrichten und alles mögliche. Ich habe da noch gar keinen Plan von überhaupt nichts. Aber das könnten wir auf jeden Fall machen. So eine YouTube-Serie. Aber nur, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich meine, wir sind hier ein Gaming-Kanal. Das ist jetzt, das soll sich jetzt hier nicht zu einem Real-Life Vlog-Lifestyle-Mist-Kanal entwickeln. Aber mal so eine Serie, mal ganz selten. Ich will da jetzt auch nicht eure Abo-Box zuspammen, aber so ein bisschen könnte ich mir vorstellen, dass das einige von euch gut finden würden. Ja. Wollen viele. Ist allgemein ja, ne? Ja. Selina, hast du Geschwister? Nee, ich bin Einzelkind. Braucht ihr Hilfe beim Umzug? Helfe gerne. Sehr lieb von dir. So, wo sind wir denn hier? Das ist ja ein langer Weg bis 2000 Trophäen. Meine Güte. Was willst du nach dem Abi machen? Das weiß ich noch nicht so genau. Also ich will auf jeden Fall studieren, aber ich bin mir noch unsicher, was ich studieren will. Wie viele Trophäen hast du denn jetzt? Weiß ich nicht, 1600? Sollte ewig.
Habt ihr Haustiere? Also ich hatte ganz früher mal einen Hamster und ganz viele, was heißt ganz viele, 3 Kaninchen oder ganz sowas? Ganz viele, 50 Stück. Alter, geile Kanone, well played. Das ist, also Leute, wenn ihr, da macht ihr alles richtig, spielt die Kanone, er ist auch ein Level 8er bei 1600 Trophäen, spielt die Kanone immer hinter den Turm, da macht ihr nichts falsch. Kennst du Hanky? Ja, klar kenne ich den, ich bin auch mit seiner Freundin sehr gut befreundet. Wie groß bist du? 1,60. Aufgerundet 1,60. Ja. Ach, jetzt geht's hier schon mit den Elite-Barbaren los. Scheiß Cannon-Placement von mir. Der Gegner ist ungefähr so gut wie du. Der hat schon Elite-Barbaren Level 5, der hat einen Inferno-Drachen, aber der ist nur bei 1600 Trophäen und spielt super komisch. Da ist das. Ich muss mir jetzt immer, wenn jemand so richtig schlecht spielt und so richtig viele so richtig wenig Trophäen hat und so richtig hohes Kartenlevel hat, muss ich mir jetzt immer vorstellen, dass da ein Mädchen zockt irgendwie. Oh, wie gemein. Ja, weiß ich nicht. Ich habe mich sonst immer aufgeregt über die Leute, die nicht gepusht haben und dann verliert man, weil die drei Karten Level über einen haben. Aber jetzt muss ich mir mal vorstellen, dass du genauso eine bist, dass das vielleicht jemand ist, der dir sehr ähnlich ist und man da gar nichts für kann. Jetzt schreibt einer, darfst du schon ohne Sitz im Auto sitzen? Das ist super gemein. Ich bin ja jetzt kein Winzling oder sowas. Ich fahr sogar schon selber Auto. Oh! Hat Selina eine legendäre Karte? Nee, noch gar nicht. Stimmt. Hast du nicht? Nö. Aber wovon auch? Du machst keine Crown-Chest, du forderst nur Karten an, ne? Kann ich keine bekommen, ne? Oh, Free-Chest. Ja, das stimmt. Aus einer Free-Chest. Aber die Wahrscheinlichkeit, aus einer Arena 5, aus einer Free-Chest eine Legendary-Card zu ziehen, ist natürlich sehr gering. Wir sind bei der nächsten Special-Offer. Wir sind in der nächsten Arena. Da ist schon wieder eine Special-Offer. Hier hatte ja jemand gerade Geld gespendet, dass wir eine Giant-Chest öffnen sollen, egal auf welchen Account. Ich würde sagen, die 5 Euro nehmen wir und hauen die hier rein. Ja, ne? Geht, also, wenn wir jetzt hier aufsteigen. Machen wir, ne? Ihr habt so viel gespendet, Leute. Ich glaube, das wollen viele von euch sehen. Eine Magietruhe, vielleicht lohnt es sich hier. Ist natürlich krass, jetzt zocken wir hier einmal durch. Und ich hatte ganz vergessen, dass wenn man eine Arena aufsteigt, dass man dann auch immer wieder die krasseren Angebote bekommt. So, du kannst auf OK drücken. Ja, warte. Du hast deinen linken Arm benutzen. Nee, lieber mit dem rechten. Okay, Gold. Der Minenwerfer. Oh, Pfeile. Und Sepp, sehr schön. Bogenschützen. Ein Freeze, 15 mal die Rakete und 2 mal ein Baby Dragon. Okay, ja, ist jetzt ist gut? Nee. Also, ja. War in Ordnung, das, oder? Ja, besser als nichts für so wenig. Du kriegst dafür ja auch Juwelen, das sind 1700 Juwelen, ne? Ist gut. Und Gold hast du auch ordentlich gekriegt, 40.000. Okay, kannst weitermachen. Jonas. 2521 hat subscribed. Try a book hat auch subscribed. Und Nice Boy spendet nochmal 2 Euro. Ich musste für meine Mom Zwiebeln schneiden und du kennst es ja, man fässt eine. Das. Kann ich das vorlesen? Ja, lies vor. Ich musste für meine Mom Zwiebeln schneiden und du kennst es ja, man fässt seinen Dödel an und ich guck deinen Screen mit einem Kühlbeutel am Sack. Okay. Einfach okay, gut. Selina, findest du Max seinen Bullenkörper? Leute. Ja, ich sag mal so, bis zur Brust hier so finde ich alles gut und dann kommt das Bäuchlein. Das könnte noch mal weg, aber sonst. Ah, sonst, ne? Sonst ist alles gut. Magst du es, wenn Max trinkt? Nö, magst du nicht. Nicht so gerne, nee. Obwohl er ist dann immer ein bisschen gesprächiger. Hier im Stream ist er ja super gesprächig mit euch, sonst ist Max sogar eher ein bisschen schüchtern, ne? Oder? Schüchtern? Ja, wenn nicht. Schüchtern nicht, aber ich halte meine Schnauze. Ja. Auch, habe ich letztens schon erzählt, bei meiner Uni, da habe ich fast gar nicht mit Schülern da geredet. Bin ich gekommen, habe mich in die erste Reihe gesetzt,
Und bin dann irgendwann wieder, wenn durch, war nach Hause gefahren. Ganz einfach. Also, habe ich fast, glaube ich, manchmal den ganzen Tag gar nicht geredet. Was für ein Auto fährst du? Bobbycar? Nein. Ich habe einen Golf. Fehlt nur noch der Hund zum perfekten Irrenhaus.1742 Trophäen. Nicht schlecht. Ne, doch. Echt? Ja, ist da. Guck mal, der ist Level 4. Ne? Jetzt schreibt der Typ auch, wow, der ist jetzt total frustriert. Guck mal, der war 400 Trophäen über dir mit der Hälfte des Levels. Oh, es tut mir richtig ein bisschen leid. Ja, nicht nur dir. Wie groß ist Trimax? 1,92 m. Hund oder Katze? Oh. Ein Hund ist so viel Arbeit, aber irgendwie auch cool. Aber eine Katze, mit der kann man ja auch nicht so viel machen, ne? Ich hatte weder einen Hund noch eine Katze, deshalb kann ich das schlecht sagen. Ich kenne nur Max Hund und der ist super süß. Das stimmt. Dominik spendet nochmal 10 Euro, gönnt euch das Arena 7 Angebot. Bist du schon Arena 7? Weißt du nicht? Nö, noch nicht. Nee? Wir sind ja gerade als einer aufgestiegen, oder? Also 5? Fünf? Ich weiß es nicht. Vielen Dank, Dominik. Wenn wir Arena 7 kommen, dann gönnen wir uns das. Hier fragt jemand, kannst du übers Lenkrad gucken? Kannst Was soll denn solche Fragen? Das ist total gemein. Ja. Welche Abi-Fächer? Ich schreibe Abi in Erdkunde, Mathe und in Englisch. Und mündlich mache ich WIPO. Wie heißt dein Hund? Also ich habe ja keinen eigenen Hund, aber Max' Hund heißt Sam. Den kennt ihr aber auch von Instagram von mir. Max oder Hund? Ja, Max natürlich, ne? Wie heißt denn dein Bruder Max? Mein Bruder? Ja. Mein Bruder heißt Niki. Nee, Deutsch schreibe ich nicht, bin nicht so gut in Deutsch. Okay. Also, ach, wir sind Arena 6 erst, okay. Timo Pagel spendet 2 Euro. Trimax, zockst du in der Küche oder wieso kann deine Freundin neben dir sitzen? Grüße gehen raus an meinen Great Daniel. Daniel. Den habe ich nicht verstanden, den Witz. Wieso? Ich habe noch immer Witze gemacht, dass Frauen nur in der Küche Ach sich so. aufhalten. Fies, ne? Ja. Ja. Max kocht sogar vielleicht besser als ich. Das stimmt. Ne? Ja. der Gegner, nochmal ganz kurz, falls ihr es nicht mitbekommen habt, der Gegner hat gerade ein Koboldfass auf eine Kanone geworfen. Das ist ein Move, den habe ich noch nie gesehen. Der hat sich jetzt auch nicht so gelohnt, weil sein Turm fällt jetzt. Fand ich cool. Er muss auch mal kreativ sein. Mögen Trimax Eltern dich? Ja, die mögen mich sehr. Ja, das stimmt. Kommt Max aus Russland? Wie kommt ihr denn darauf? Nee, er ist deutsch. Die hätten gerne eine Kochshow mit dir, Max. Nee, nee, nee. Nee, so gut kocht er dann auch nicht. Ich kann nur Fleisch. Ich kann nur grillen, ich kann nur Fleisch kochen. Hier schreibt man, Hauptsache Max bedeckt die gesamte Facecam und zieht nur 10%. Ja, die macht sich irgendwie so klein neben mir. Rutscht mal ein bisschen nach vorn. Du siehst da tatsächlich noch kleiner aus. Seid ihr katholisch? Nee, gar nicht so richtig. Also ich bin konfirmiert, aber regelmäßig zur Kirche gehe ich jetzt auch nicht. Fleisch kocht man nicht, Schatz. Was?
Fleisch brät man oder sowas. Du hast gesagt, du kochst Fleisch. Ja, ja, das meine ich ja. You4Me spendet 10 Euro, übernimmt die Überweisungskosten. Hey Trimax und Selina, geiler Stream. Lass Selina mal auf dem Trimax-Account die Double Elixir Challenge spielen. Oh, nee, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Dann bin ich direkt raus. Nice Boy spendet nochmal 2 Euro. Was ist dein Traumauto, Max? Und wirst du es dir kaufen, wenn du genug Geld durch YouTube und so weiter hast? Alle ein Herz in den Chat. Der Amps liebt AMGS, weiß ich nicht. Also AMGS ist eine, liebt, achso. Ist das eine Marke, eine Automarke? Das ist, ja, eine, keine Automarke, eine wie nennt man das denn? Ein Automodell. Ja. So. Was mein Traumauto ist, habe ich gar nicht so. Ja, manche sagen, so ein Porsche oder Lamborghini oder sowas ist super. Ich fahre zurzeit zusammen mit meinem Bruder einen VW ab. Und den finde ich auch mega geil. Ich finde Kleinwagen ganz nice. Vor allem den VW finde ich auch super. Und Elektroautos finde ich richtig geil. Und ich habe immer überlegt, wenn ich später mir irgendwann mal ein Auto kaufen sollte, dass ich ein Elektroauto mir holen möchte. Und jetzt kam der E-Up raus, vor nicht allzu langer Zeit. Und ich hätte richtig, richtig Bock, den mir irgendwann zu holen. Vielleicht nicht, vielleicht erst auch in anderthalb Jahren oder so. Ja. Aber ansonsten kommt man auch immer überall, wo ich hier bin, sehr gut mit Bus und Bahn hin. Oder meine Freundin holt mich mal ab, die hat ja auch noch ein Auto, ein eigenes. Ja. Schreiben die alle noch so dazu? Wieso schreiben alle Tesla? Warum kein Tesla? Nee, sowas ist, das kann ich, so ein Protzauto, das könnte niemals fahren. Das geht nicht. Das Maximale wäre noch ein Golf. Aber so was Heftigeres als ein Golf, da würde ich mich nicht wohl drin fühlen. Du? Ja. Du ja? Ja. Sie natürlich, klar. Josi777 spendet nochmal 2 Euro, übernimmt die Überweisungskosten. Wie lange streamt ihr heute noch? Geht ihr noch weg? Hashtag TryBaby, TryDog. Try mitten im Leben, bald sehen wir uns im TV. Wie lange streamen wir noch? Ist jetzt 9. Eine Stunde? Maximal eine Stunde, ja. Ja. Da frage ich mal, Celina, ist dir nicht langweilig? Hast du auch gelesen? Ja. Und ist dir langweilig? Nö. Nee. Ist witzig. Macht Spaß, bringt ne? Spaß. Ja, habe ich auch gesagt, dass das einfach ist. Das ist einfach Fragen beantworten, das kann jeder. Dafür muss man nichts lernen. David Förster spendet 2 Euro. Was ist der Unterschied zwischen Max und einer Tomate? Die Tomate ist kein Lauch. Max der Player. Was sagst du zu sowas? Ich weiß nicht, ich finde sowas nicht so witzig. Ich kann über sowas nicht so lachen. Wow. Du? Ja, ist wahrscheinlich eher ein Jungs-Gag, ne? Wollt ihr Kinder und wenn, wie viele? Also da ich Einzelkind bin, möchte ich auch irgendwie nur ein Kind, aber Max hat ja einen Bruder und möchte 2 Kinder mindestens. Also es wird nochmal kritisch. Aber auch genau wie mit der Frage, ob wir irgendwann mal heiraten wollen, das ist noch so lange hin. Sina ist jetzt gerade 19. Ich fühle mich auch noch nicht wie 22. Also da haben wir uns noch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Ist das jetzt hier das erste Game, was ich verliere oder was? Jetzt müssen wir langsam wieder konzentrieren. Eben konnte ich die ganze Zeit zocken und immer wieder in den Chat gucken. Jetzt geht's hier, glaube ich, mal richtig los. Crack, Z, Cracks, Cracks? Cracks. Cracks. Witzige Aussprache. Spende 2 ja. Euro. Hallo, Selina. Try Selina in den Chat. Kann ich euer Trauzeuge sein? Eher nicht. Oh, der trifft den Feuerball nicht. Das tut weh. Hast du noch was zu trinken? Ich habe auch noch Durst, ja, ich habe auch noch was. Hol dich gleich mal, ja, nach dem Game? Ja. Ich muss auch mal sagen, es ist heute mal ein ziemlich entspannter Stream, ja. Sonst muss ich ja immer absolute Leistung bringen mit irgendwelchen Decks, immer die 12 Siege schaffen in der Challenge oder die Double Elixir Challenge schaffen oder neuen Trophäenrekord, einen Account pushen. Heute mal ganz entspannt hier auf irgendeinen Low-Level-Account ein bisschen pushen. Selbstverständliche Siege ist mal ganz gut. So, ich hol mal kurz uns noch hier ein Glas Wasser. Du mich jetzt hier alleine? Ja, das schaffst du. Echt? Das schafft sie schon. Bin gleich wieder da. Trinkt deine Freundin auch Energy Drinks? Nee, aber wir haben hier welche stehen, die sind auch noch zu. Aber ich bin nicht so ein Fan davon.
bin auch nicht so müde irgendwie. Also ich glaube, das Gefühl, mir bringt das sowieso nicht so viel. Nein, nicht pranken, bitte. Ich soll kämpfen, aber ich kann das echt nicht so gut. Ich glaube, jetzt ist er ja auch schon relativ hoch in den Trophäen. Ich glaube, da verliere ich. Das lasse ich mal lieber. Trinkst du Fritz-Cola? Nee, das mag ich irgendwie gar nicht. Ich trinke nur Fritz-Limo, wenn diese Melonen-Limonade, die finde ich mega geil. Ja, endlich mal in der ganzen Camp. Soll ich einmal kämpfen? Aber ich kann es probieren. Aber ihr dürft jetzt nicht lachen. Du hast noch ein Game? Ja. Das ist nicht. Aber der ist, glaube ich, super gut. Der ist Level 9. Der ist sogar besser als ich, Schatz. Echt? Das ist normal. Da muss ich übernehmen. Ja, dann komm her. Und rüber. Das übernehme ich noch, das wird gewonnen. Level 9, das geht natürlich gar nicht. Hier, dein Glas Wasser. Man braucht total, du hast Durst im Stream. Wenn du die ganze Zeit redet, braucht man Wasser, ne? Das ist anstrengend. Ja, manche wundern sich, warum ich hier manchmal im Stream 2,5 Liter Wasser trinke. Jetzt bist du irgendwie noch weiter nach links rübergerutscht. So ist gut. Oder nach links, meinst du? So. Wir sind heute Level 9. Erzähl mal die Saturn-Geschichte. Ich war dabei. Also, wir waren zusammen bei Saturn, als das mit dem iPhone passiert ist. Und, also, ja. Ja, erzähl mal. Aus deiner Sicht. Was soll ich denn da jetzt machen? Du hast es doch schon erzählt. Ja, aus deiner Sicht. Ja, wir Viele waren... Leute wissen das wahrscheinlich nicht. Wir waren bei Saturn. Und Max wollte ja ein neues iPhone haben. Und dann haben wir halt jemanden gefragt, so von wegen, ja, können Sie uns helfen? Er war super nett und fragte dann auch gleich so, ja, kenne ich dich nicht irgendwoher, irgendwie von YouTube oder sowas? Und Max dann so, ja, wahrscheinlich. Und er meinte dann so, ja, du spielst doch Clash Royale. Ich spiele auch Clash Royale, hat dann erstmal den Account gezeigt, war auch, glaube ich, mega gut, meinte Max. Also der war echt richtig gut. Und war auch super freundlich, das Handy war halt ausverkauft und er hat nochmal überall im Lager geguckt und hat uns das Handy im Endeffekt auch noch 50 Euro billiger gegeben, weil das irgendwie schon mal geöffnet war. Also er war echt super freundlich und lieb. Ja, was soll ich dazu? Mir gibt's dazu nichts zu erzählen. Ja, für Leute, die das vielleicht nicht wussten. Aber der war echt heftig vom Kartenlevel und Trophäenrekord her. Der Gegner ist gut, den hättest du, glaube ich, nicht ganz gepackt. Der hat sich, glaube ich, mit Absicht droppen lassen. Ich glaube, er hat einen höheren Trophäenrekord, als er hier tatsächlich gerade hat. Apple oder Samsung? Ich habe immer nur Apple-Produkte gehabt, also. Bin ich so der Samsung-Fan. Habt ihr Vorbilder? Nö. Hast du ein Vorbild? Vorbild? Ja, man hat ja verschiedene Vorbilder immer so in verschiedenen Bereichen, ne? So. Nur ich nicht. Irgendein Vorbild muss man noch haben, oder? Nö. Okay. Nike oder Adidas? Eher Nike, würde ich sagen. Stimmt. Du auch, ne? Ja. Schaut die Freundin auf den Chat, ja? Die schaut auf den Chat, sonst könnt ihr den ja nicht lesen. Hast du jemals den Clan von dem Saturn-Verkäufer besucht? Nee, ne? Hast du nicht mehr gemacht? Nee, das habe ich tatsächlich nicht mehr gemacht. Ich habe mal reingeschaut. Aber dann war das nicht mehr. 1860 Trophäen, dann müssen wir höher hier. Dein Vorbild Flying Uwe? Flying in einer gewissen Hinsicht ja. Wenn es darum geht, dass er regelmäßig YouTube-Videos rausbringt, mega viel zockt, also ein Gamer ist, aber trotzdem sehr, sehr viel Sport macht. Was das angeht, ja, das ist auf jeden Fall krass. In der Hinsicht ist er sowas wie ein Vorbild, ja. McDonald's oder Burger King? Auf jeden Fall McDonald's. Ich bin nicht so ein Burger King-Fan. Jetzt können wir die ganze Zeit das oder das fragen. Rück mal gleich ein Stück nach hinten. Ich bin super klein. Nach hinten rutschen, ja, noch nach weiter. Hinten und nach links. So ist ein bisschen besser.
Challenge. Selina spielt ein Spiel, wenn sie gewinnt. Huch, jetzt ist es weg. Wenn sie gewinnt, kriegt sie einen Kuss. Wenn sie verliert, kriegt sie eine Backpfeife. Das machen wir nicht. Das ist doch krank. Eine leichte Backpfeife stand. Oh, eine leichte. Das war ich nicht. Oh, da kommt ja noch ein Schweinereiter von denen her. Schaust du YouTube? Eher selten. Also bevor ich Max nicht kannte, habe ich fast gar kein YouTube geguckt. Immer nur so Musikvideos oder, keine Ahnung, für die Schule irgendwas zum Lernen. Aber so richtig YouTube-Videos gucke ich auch immer noch nicht so richtig. Guckst du manchmal meine YouTube-Videos? Ja, ab und zu. Master Maxi spendet 2 Euro. Oh, Selina fährt Bobbycar und kann nicht kochen. Wo das wohl enden wird. Schöne Grüße an euch und ich grüße die 8B aus Rütten. Und nicht gesagt, dass ich nicht kochen kann. Ist gelogen. Super Justle hat subscribed. Wie viele Subs sind wir denn heute hier gekommen? Auf jeden Fall super viele. Danke, Leute, ne? Ich denke nicht, dass das jetzt hier untergeht. Können die Pfeile den Turm kaputt machen? Komm bitte, Pfeile, gib mal Gas. Oh, was ist das denn für Scheiß? Da sind schon wieder die nächsten Pfeile und durch. Habt ihr einen Führerschein? Ja, wir haben beide Führerschein. Führerschein, ja, lange schon, ne? Na, ich erst ein Jahr, aber naja, anderthalb vielleicht. Nach wie vielen Jahren aus der Probezeit raus? Nach zwei? Ach so, bist ja bald, ne? Ja. Sollst mal das Deck zeigen? Das ist jetzt ein Deck, was ich jetzt zocke, aber das würde ich euch nicht empfehlen. Es ist noch so ein bisschen wie das Low Elixir Cost Deck von damals. Ja, es gibt mit Sicherheit bessere Decks. Ich weiß nicht, was in dieser Arena so gut ist. Ich würde jetzt immer ein Sepp spielen, immer irgendwie eine Sepp-Feuerball-Kombination. Der Sepp ist aber auch hier auf dem. Man muss halt die Karten spielen, die man auf einem gewissen Level hat. Ja, da ist das eine schwierige Sache. Oh, ich bin ganz schön gehypt hier auf den Dart Goblin, ne? Kann ich bald, na nicht bald, aber immer einen Tag bevor die Karte rauskommt, kann ich dann nochmal eine genaue Gameplays und alles mögliche immer auf YouTube hochladen in meiner Folge. Habe ich auf jeden Fall Bock auf die Karte. Wie ist das bei euch? Habt ihr Bock auf... Ich frage mal, auf welche Karte habt ihr am meisten Bock? Dart Goblin, Henker, Kobold Gang oder Rambock? Da kann auch mal ein Moderator eine Abstimmung machen, das würde mich mal wirklich interessieren. Auf welche Karte von den 4 neuen Karten, ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, was für Karten rauskommen, dass ihr mein YouTube-Video gesehen habt, auf welche Karten habt ihr am meisten Bock? Einmal eine Abstimmung machen, Moderator, dann auf den, nicht jetzt hier die Chats spammen, Leute, nicht in die Chats spammen. Ah, man sieht aber schon sehr viele Henkers. Es gibt da nur Henker, was ist das? Okay, ich glaube, wir brauchen keine Abstimmung, jeder ist für einen Henker. Aber Rambock schreiben auch einige. Ja, aber dann noch mal eine Abstimmung, mach mal eine Abstimmung an Moderatoren. Eine Abstimmung würde mich interessieren, wie viele es dann tatsächlich sind. Und wir springen ins nächste Game. Tom spendet 5 Euro. Hey Trimax, kannst du dafür eine Riesentruhe öffnen? Ich bewundere es, wie viel du für das Game ausgibst. Grüße bitte mich. Also liebe Grüße an Tom. Du bewunderst es, wie viel ich für das Game ausgebe? Wie kann man das denn bewundern? Das ist ja nicht schwer, so eine Magietruhe zu öffnen. Und alle Spenden, die hier reinkommen, das ist ja auch nicht mein Geld, was ich sozusagen ausgebe, sondern das Geld meiner... Community, das spendet ihr mir hier ja frei. Hoffentlich freiwillig. Nicht, dass ihr irgendjemand durchzwingt. Wie kannst du die ganze Zeit hier sitzen? Ich krieg schon richtig Rückenschmerzen. Du musst einfach ganz viel Rücken trainieren, dann geht das, dann kriegt man keine Rückenschmerzen. Okay, alle mal auf die Abstimmung klicken und dann kann auch der Sub-Mode wieder raus. Wie habt ihr euch kennengelernt? Auf einer Party? Was empfehle ich dir aus dem Merch-Shop? Also ich habe den Pullover, den finde ich mega gemütlich, der ist echt geil. Die Pullover gehen auch alle mega gut weg, also das ist das Produkt, was am meisten verkauft wird. Ja.
Ansonsten ist halt ganz normale Klamotten, ne? Achso, apropos der Merch-Shop, da gibt es ja gerade 17% auf alles. 17% auf alles. Ich will jetzt hier niemanden verleiten, dass er sich jetzt hier was holen soll. Aber für die Leute, die sowieso zuschlagen wollten, wäre das jetzt ja ganz gut. Also der Henker hat fast 57%. Alter, haben viele Leute mitgemacht. Über 3000 Leute haben mitgemacht bei der Abstimmung. Das musst du erwähnen, das ist total viel. 3000 Leute haben mitgemacht bei der Abstimmung. Ja, jetzt wussten sie schon. Und über die Hälfte wollen oder freuen sich auf den Henker. Okay, was ist am unbeliebtesten? Die Kobold Gang. Hätte ich mir schon gedacht, ehrlich gesagt. Was ist denn hier los, ey? Ich spiele gerade wie ein Idiot. Ich dachte, das Game wäre schon zu Ende. Es geht immer noch 40 Sekunden. Ist irgendwie alles weg jetzt hier. Du musst die Seite öffnen und danach alle anderen Seiten so langsam hinterher öffnen. Genau, jetzt so. Das hier? Nee. Nee, nee, nee. Oh. Musst du gleich machen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Okay, danke. Der Gegner lässt uns irgendwie nicht das Game beenden. Hast du nicht schon fast gewonnen? Ja, aber er lässt uns. Ich will 3 Crown. Der Turm hat die ganze Zeit 300 HP, aber wir haben auch keine Zauber. Ich komme da nicht durch. Das Musketier kriegt keinen Hit rein. Die Pfeile machen zu wenig. Guck. Hat er nicht zugelassen. Fast 4000 Leute haben abgestimmt. Was, das ist eine Rekordabstimmung, oder? Apropos abstimmen, das auf meiner. Ich werde ja eine YouTube-Serie anfangen. Das kam ja mega gut an. Das war ja ein. Oh, das muss ich euch vorlesen. Das muss ich euch vorlesen. Das war unglaublich. Ich fand das so krass von euch. Hier, ich hatte gefragt, was haltet ihr von dieser Idee in der YouTube-Folge? Allein, dass dieses Video schon 100.000 Klicks gemacht hat. Das Video hat bei 100.000 Klicks 13.800 Likes, also ich war dafür liked für ja, ihr wollt diese Serie sehen. Und das ist ein Like-Verhältnis, was ich noch nie hatte. Also 13.800 Likes und nur 195 Dislikes. Das ist unglaublich. Das wird auf jeden Fall stattfinden. Vielleicht werde ich heute nach dem Stream noch ein kurzes Video dafür reinhauen. Wo ist das jetzt hier hin? Dass die erste Abstimmung schon beginnt, dass ich schon mit der ersten Folge anfangen kann. Hier hast du wieder alles. Okay. Die Musikanzeige ist heute kaputt. Ich kann Spotify nicht Vollbildschirm machen, damit die Musikanzeige funktioniert, weil meine Freundin sowohl OBS-Maske sieht, als auch die Spenden, als auch den Chat, alles auf einmal. Deswegen haben wir das nicht. Heute, ich mach halt mal die Musikanzeige. Ihr kennt aber meine Playlist. Oh, nice, ein Freeze-Zauber. Ihr kennt diese Playlist auf Spotify, die hat mittlerweile auch, glaube ich, 2000 Follower. IKEA 8510 hat geresubbt zum dritten Mal. Und wie die Zeit vergeht, mach weiter so. CMDRM-Lehrer hat auch geresubbt zum zweiten Mal. Und Sonic Sinonic. Ja, Sinonic 3-2 hat auch geresubbt, aber zum dritten Mal schon. Alle schreiben Küssen und Live-Kuss. Wollen wir noch einen Kuss haben, ne? Also ein bisschen, ist immer ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. So auf Ansage und dann auch noch vor Zuschauern zu küssen, ist immer ein bisschen komisch. Okay. 1919 Trophäen. Hast du Max schon mal betrogen? Nee, es würde auch, glaube ich, gar nicht in Frage kommen. Ist ein, nein, ganz bescheuerte Frage. So blöde Fragen musst du nicht vorlesen. Durchgängig 15.000 Zuschauer. Ist Das gut, ist ne? krass. Wann hat Selina Geburtstag? Am 19. November und Max am 19. August? Ja, ne? Ach, Boah, schon wäre ja beide am peinlich 19. gewesen, wenn es falsch gewesen wäre. Ja. Jakob Bossecker spendet 3 €. Ist das normal, meine Stimme höher ist als mein IQ? Bin 15 und noch nicht im Stimmenbruch. Ja,
Sauber. Wie lange seid ihr zusammen? 20 Monate? Carpe Diem 7184 hat nochmal gesubbt. Hast eine süße Freundin, also benimm dich. Mach ich und danke. Wie alt seid ihr? Also ich bin 19 und Max ist 22. Tom 123S hat auch nochmal gesubbt zum dritten Mal. Yo Max und Tusse. Grüße aus Kreuznach, sind gerade fett am Buffen und übelst high. Mach weiter so. Warum gucken so viele Leute mein Stream auf irgendeinen Trip? Hier sind auch so viele junge Zuschauer, ich weiß nicht, ob ich das gut finde, wenn ihr das hier einfach so öffentlich wissen lässt. Leute. Das ist... Scheiße, na gut. Was macht ihr meistens zusammen? Viel unterwegs, Hamburg, shoppen, essen gehen, Sport. Stimmt. Welche Augenfarbe habt ihr? Ich habe blau-grüne Augen und Max eher blau, auch blau-grau? Blau-grau, jo. Was ist euer Traumurlaubsziel? Weiß ich nicht, Malediven oder Karibik, irgendwie sowas? Deins? Traumurlaubsziel? Ich bin... fühle mich in Deutschland wohl. Hurra Deluxe spendet oder feuert mit 250 Bits an. Mal ein Riesendank an die Try-Mods für die klasse Arbeit. Hashtag TryUnity. Ja, da hat er recht. Die sind echt immer gut am Start. Machen einen sehr guten Job. Hier hat jemand gerade gefragt, ob ich auf der Straße ab und zu angesprochen werde. Ja, ich mittlerweile, ja, bei 250.000 Abonnenten. Heute übrigens geknackt, vielen Dank, Leute. Aber Selina wurde auch schon teilweise erkannt. Ich habe sie ja in meinen Vlogs, in meinen Urlaubsvlogs haben wir ja zusammen gemacht. Und da wurde sie schon teilweise erkannt. Das ist recht witzig, auch wenn ich gar nicht selber dabei bin, sondern nur ganz alleine. Ja, aber erst zweimal. Also auf unserer Schule halt manchmal. Und dann war ich im Urlaub und habe Eis verkauft. Und da hat mich auch jemand angesprochen, ob ich die Freundin bin. Das finde ich witzig. Also wenn ich jetzt einen YouTuber gucken würde, den ich gut finde, dann wüsste ich nicht nach... oh, da kriegt er noch einen Schuss raus. Oh Gott, hab ich scheiße gespielt. Nice Boy spendet nochmal 2 Euro. Bin wieder zu Penny gelaufen wegen der Paysafe Card. Du hast meine vorherige Spende nicht vorgelesen. Oh, das tut mir dann leid. Henny Boo spendet 4 Euro. Wie findest du Max seinen Wirbel am Hinterkopf? Witzig. Hab ich jetzt auch gerade ein? Nee, es geht. Ja, den kann man nicht bändigen. Ich dusche extra immer vorm Stream, mach mir die Haare, mach den runter und der geht irgendwann hoch. Das geht gar nicht. Oder ein Friedhof? What the fuck? Ich habe eine Walküre und die Kobra. Ich hab's nicht geschafft, seinen Friedhof kaputt zu machen. Hab mich jetzt überrascht, der Typ hier. Das ist aber gemein hier. Marquez von hinten spendet erneut 20 Euro. Viele Grüße, Alter, an Nimsi Hartmann, Anne Furtrubin, Marco Rahlsex, Wilfried Licht. Stopp. Das sind alles irgendwelche Namen hier. Hier zum Beispiel Nimsi Hartmann und so, weißt du? Ah. Das sind alles, der hat sich richtig reingelegt. Und du liest es alles so vor. Richtig gut. Also ich fahre ja schon meistens auf die Dinger rein, aber du bist ja gerade richtig reingefallen, ne? Du hättest jetzt alle vorgelesen. Ja, ich hätte alle vorgelesen. Richtig gut. Sehr, sehr guter Gag. Du liest sie alle vor und checkst gar nicht, was du da vorliest. Gefällt mir. It's Time CR hat subscribed. Verdienst du mit YouTube deinen Lebensunterhalt, Max? Ja. Mit YouTube, Twitch, und ihr seht es ja auch gerade hier mit den Spenden, das ist krass. Da muss ich mich nochmal bedanken bei euch. Einfach heftig, die Unterstützung.
1125 Follower heute. Das ist krass, oder? Oh Gott. Dann schreibt auf jeden Fall jemand. Ja, ja, ich sehe es ja auch schon in der Anzeige. Ist zwar ganz klein, aber es sind glaube ich über 1000. Das kann dann gut stimmen. Das ist so viel. Über 1000 Follower. Wir haben ja gerade die 100.000 Follower geknackt. Es kommen einfach 1000 nochmal dazu. Bifrosh fragt, ob ich ihn grüßen kann. Liebe Grüße. Oh, das fragen jetzt viele. Oh. Okay, ich grüße keine Leute mehr. Doch, ein paar kannst du noch grüßen. Wir haben ein paar Dinger hier gemacht. Claimen wir mal alles. Battles. Kranker Typ. Er hat einfach einen Friedhof Level 2 und ein Holz Level 2 und Sparky. Wie kann man so viele Legendary Cards haben? Und so wenig Trophäen haben. So, ich glaube, ein Sieg noch. Guck, alle fragen, als ob du sie grüßen kannst. Siehst du das? Ja. Siehst du das? Das ist witzig. Dann darf man gar nicht erst anfangen. Nicht böse gemeint, wenn ihr jetzt nicht gegrüßt werdet, aber wenn irgendwie 1000 Leute auf einmal fragen, ob man sie grüßen kann, das ist ein bisschen krass. Was war euer Tag, an dem ihr zusammengekommen seid? Der 15.05. Es war ein Tag nach dem Geburtstag von seinem kleinen Bruder. Das stimmt. Siehst du das? Sie wollen immer noch, dass du sie alle grüßt. Krass, oder? Ja. Max, wie groß ist dein Bruder? 1,85? 1,80 oder so? 1,85. Aus welchem Land kommst du? Ich bin auch deutsch. WTD Lukas spendet 2 Euro. Bist für mich ein guter Streamer und lerne viel von dir. Grüße doch mal Wilma Eierkraulen. Hast du das auch verstanden, ne? Ja. Gut. Huch, glaube ich, ich habe gehickst. Was für ein Scheiß. Welche Schuhgröße ich habe? Ich habe ganz kleine Füße. 37 habe ich. 37. Ich habe 47 bis 48. 10 Schuhgrößen größer als du. Ja. Wusste ich nicht. Das ist viel. Das ist sehr viel, ja. 10 Schuhgrößen größer. Woher kommt ihr beide? Also Bundesland. Wir gehören noch zu Schleswig-Holstein. Aber dicht an Hamburg dran. Dicht an Hamburg, ja. Oh, ich habe den Resub von Prince Payne nicht vorgelesen, aber er wurde hier, glaube ich, auch nicht angezeigt. Ach doch, hier. Prince Payne hat geresubbt. Geiler Stream, eigentlich immer. Tut mir leid. Prince Payne kennst du auch, oder? Ja. Das ist gut. Witzig, wie du die Leute einfach erkennst. Shoppergun spendet 2 Euro, übernimmt die Überweisungskosten. Moin Trimax, ich liebe deine Tipps, mach weiter so. Ich grüße meinen Clan, die Gang, und hoffe, dass ich auf YouTube komme. Schönen Abend noch, Dankeschön. Das waren übrigens gerade sehr saftige Pfeile, ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Das war die gespiegelte Skelettarmee und die Fire Spirits. Alle Subs mal bitte die Pfeile in den Chat. Und damit sind wir auf 2000 Trophäen. Jetzt kannst du immer, wenn du Karten anforderst, nicht nur 2, sondern 3. Sehr gut. Gut, das ist das, was dir am meisten Spaß macht. Ich habe auch mal ganz chillig, hier so nebenbei zu zocken. Wir nehmen dieses Special Offer im Shop. Hat er nicht jemand schon gespendet und meinte hier, ja, das, wie viel hat er? 10 Euro hat er genau gespendet. Das ist das genau, dann müssen wir das öffnen. Guck dir den Pfeil an, richtig gut. Ja, ich spiele nicht mehr so oft mit Pfeilen. Wenn man dann mal mit Pfeilen spielt, dann kann man sie auch mal richtig schön spammen. Ich würde sagen, wir holen uns das Angebot, ein paar Juwelen. Kann man immer gebrauchen. Ne? Ja.
Dann musst du irgendwann mal wiederkommen und den Account spielen. Das wollen die Leute dann bestimmt sehen. Oh. Ist das normal? Nee. Ja. Jetzt. Okay, vielleicht ziehst du eine Legendary Card, das wäre krass. Egal welche, ich würde es feiern. Sehr schön, Paman Sepp, Minenwerfer ist eher blöd. Meier Spirits, naja. Kobolde, richtig krass. Oh mein Gott, du hast Kobolde Level 9. Oh. Das ist total viel. 104 mal der Magier, sieht richtig gut aus. 17 mal ein Kobold fast, du hast eine legendäre Karte. Ziehst du jetzt eine legendäre Karte? Über welche würdest du dich am meisten freuen? Oh. Aber ich weiß gar nicht, welche du haben kannst. Ich weiß gar nicht, wie das da losgeht. Welche. Okay, drück mal. Ich bin richtig gespannt. Drück mal drauf. Mal gucken, was wir. Welche würdest du am besten finden? Ich weiß gar nicht, welche du haben kannst. Ich glaube, du kannst den Lava-Hund schon haben. Du bist ja erst Arena 7. Viele kommen ja erst danach. Okay, soll ich einfach. Hoffentlich mal? Eine gute. Ja, komm, drück drauf. Den Sparky. Ich wusste es. Ich hab's mir gerade noch gedacht. 100 Pro bekommst du den Sparky. Sparky ist eine richtig, 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 richtig geile Karte für die unteren Arenen. Wenn die Leute noch nicht wissen, wie man dagegen spielt. Also mit der Karte könnte ich jetzt wahrscheinlich ziemlich hochkommen beim Zocken, wenn man richtig damit umgehen kann. Weil viele Leute sind einfach total überfordert. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe schon öfter mal erwähnt. Die beste legendäre Karte zurzeit ist das Kampfholz. Ja, hat die höchste Sieg-Niederlagenquote von den legendären Karten. Aber in den unteren Arenen, da hat der Sparky die größte Siegesquote, weil Leute einfach nicht wissen, wie man dagegen spielen kann. Geile Sache. Ich habe ja sogar noch gerade ein. Ich hatte ja letztens erst noch ein krasses Funky-Deck hochgeladen. Ich würde sagen, das können wir noch ein bisschen zocken, oder? Noch ein bisschen weiter daddeln, ja, ne? Ja, kannst du ja noch ein bisschen. Darf ich noch ein bisschen? Darf noch ein bisschen. Danke. Danke. Dürfen wir nochmal schnell eine Goldschest weg? Ich muss mal. Obwohl, mach mal hier. Ich öffne das Video mal über mein Handy. Lies mal weiter. Anleget Lightning, spendet 2 Euro. Servus Selina und Trimax. Eine Frage, wie alt ist Trimax Bruder und kannst du ihn mal im Video oder Stream zeigen? Niki ist 18 und das könnt ihr doch bestimmt mal machen, oder? Das werden wir mal machen. Ich werde dann einfach das so wie jetzt mit Selina zusammen, werde ich dann den Stream mit meinem Bruder zusammen machen. Das wird bestimmt witzig. Kann ich mir auch als witzig vorstellen. Können wir auf jeden Fall mal machen. Ja. So, ich will jetzt das Deck hier rausfinden. Du kannst nochmal wieder in den Chat ein bisschen vorlesen, die Spenden und so, ne? Ja. Warum wollt ihr denn alle, dass ich aufstehe? Ich glaube, ihr seht mich dann gar nicht mehr. Es gefühlt nur noch, ist mein Kopf, glaube ich, gar nicht mehr da. Ich kann jetzt hier auch nicht aufstehen. Das funktioniert nicht, denn sie werden nur noch bis zur Hüfte. So, wo ist jetzt hier mein Fungi-Deck? Zockt dein Bruder Clash Royale? Also Niki hat früher, glaube ich, am Anfang auch mal gespielt, aber jetzt gar macht nicht, er aber nicht mehr. Macht er nicht mehr. Der zockt League of Legends immer. Und das auch relativ gut. Er ist ein Diamond, hat ein Ranked-Team, die reißen auch ordentlich was. Da ist er ganz gut drin in League of Legends. Leo Lixter spendet 2 Euro und fragt, was hältst du von den 197ern? Das ist eine Band, oder? Oder eine Gruppe? 187er steht da, oder? Ja. 197er hast du gesagt, das 90 gelesen. Das ist die mit Holz. Ah, ja, ich glaube, das ist das einzige Lied, was ich von denen kenne. Die sind auf jeden Fall ganz witzig. Ich würde sie mir jetzt nicht so andauernd anhören, aber ab und zu mal. Sehr ist Skywalker, spendet 2 Euro. Hallo ihr, mein Freund guckt die ganze Zeit Trimax, mach mal ein Treffen mit ihm. Ja, irgendwann machen wir mal ein Fan-Treffen und dann könnt ihr alle kommen. Fabian 051001 spendet 10 Euro, übernimmt die Überweisungskosten. Hey Trimax, bist der beste Streamer, ich gucke immer deine Streams, mach weiter so und öffne doch bitte eine Magietruhe. Hast du gehört? Eine Magietruhe? Ja. Auf deinem Account dann, ne? Nicht bei mir. Ja, ja. Ja, schreib auf. Haben wir noch keine. Hat das Deck noch keine Elixierpumpe? Du hast keine Elixierpumpe. Wo gibt's die denn? Ab welcher Arena? Können wir die schon sammeln? Ja. Nee. Doch. Keine Elixierpumpe. Das ist natürlich scheiße. Du hast die Elixierpumpe nicht. Da muss ich, Was kann man denn da machen? Ich würde sagen.
Oh, Max, du hast das verkackt. Na? 257er ist Holz. Oh, ich hab's richtig verkackt. 187er sind Palmen aus Plastik. Oh, ich hab's richtig verkackt. Richtig verkackt. Ich hab nur 7er. Ich hatte nur 7er im Gedächtnis. Aber stimmt ja. Fail. So, überlegen, was nehmen wir? Wir nehmen mal einen Feuerball hier, oder? Ach Gott, Hilfe, ey, was nimmt man? Kurz überlegen, wenn Schweineweiter kommt, dann setzt man mit Absicht keine Kanone, weil man den Sparky setzt. So, dann läuft er nach vorne, einfach mit Elixierpumpe. Ich weiß nicht, ob das Deck funktioniert ohne Elixierpumpe. Wie können wir denn eine Elixierpumpe kriegen? Kann ich jetzt aus diesen Kisten hier Elixierpumpen bekommen? Oder kriege ich nur noch aus den Arenen davor? Okay, das war nur das aus den Arenen davor. Oh. ja, wo kriegen wir die jetzt her? Ich grade mal die Karten ab. Ja? Ja, klar. Du hast jetzt 54.000 Gold, was willst du sonst damit machen? Es entwickelt sich das hier noch zu einem richtigen Funky-Stream. Du sollst eine Giant Chest aufmachen. Da ist eine drin, meinen die. Ja, selbst wenn da eine drin ist, beim Unlocken zieht man sie immer nur einmal. Das wäre ja ein bisschen kritisch. Das bringt ja auch nichts, eine dann zu haben. Du hast immer noch 48.000 Gold. Du hast ja sau viel Gold für dein Level. Ich habe jetzt hier gerade Fire Spirit, Zap und Minion Horde gemaxt für ihre Kartenanzahl, für ihr Level. Aber es hat einfach nur 6.000 Gold, kostet immer noch 48.000. Das ist ja so viel Gold. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal einen Feuerball hier noch mit, anstatt... Oder einen Feuerball? Haben wir schon... Welche Karte kann man denn da nehmen? Sonst die Skelette einfach. Komm, für ein Elixier kann schon nicht schaden. Oder die Minions? Ah, wir haben schon die Minion. Nehmen wir mal die Skelette mit. Okay. Jetzt zocken ein bisschen funky. Du kannst weiter vorlesen. Wieso lachst du? Nur so. Nur so lachst du? Ja. Okay. Haben wir Loots gar nicht aktiviert? Oder kommen Loots manchmal rein? Weiß ich nicht. Muss noch nicht gesehen. Dann lassen wir heute weg einfach. Lassen wir heute weg. Heute ist genug. Heute ist genug mit allem drum und dran hier. Oh, der hat die drei Musketiere. Aber er ist hier auf Level 1? Die drei Musketiere auf Level 1? Nikolon einspendet 2,17 Euro. Ich heiße Niki mit L und nicht Niggi. Also Niggel. Grüße mal bitte Tumi und die Marzok-Taktik. Marzok-Taktik? Was soll man denn hier alles grüßen, Leute? Da fragt jemand, stream ich morgen auch? Ja. Ja. Aber morgen startet der Stream wahrscheinlich einen Ticken später, aber ja, morgen stream ich auch. Was machst du morgen? Fährst du morgen nach Hamburg? Ja. Achso, die Monique Warriors sind gerade alle in der... in Hamburg zu Besuch und da will ich mich auch mit denen treffen, also mein Clan. Da habt ihr gerade gesehen, wie geil der Funky ist, einfach gegen den Schweinereiter. Der One-hittet ihn einfach, das ist so genial. Marques Arnei spendet 2 Euro. Lieben Grüße an David R. An, das lese ich nicht vor. Alter, der Funky ist so geil. Auch so auf unseren Arenen, Leute. Es ist so ein Genuss, den Funky zu zocken. Der Gegner weiß gar nicht, was er machen soll. Der setzt eine Skelettarmee, der setzt einen Mini-Packer, eine Minion-Horde. Das ist witzig. Das ist witzig. Es ist unfair, aber es ist auch irgendwo. Also, wenn ihr den Funky haben solltet, in Arena 7, zockt ihn. Kann ich euch nur empfehlen. Und dann nimmt dieses Deck, also noch mit der Elixierpumpe drin. Filzler spendet 5 Euro, übernimmt die Überweisungskosten. Hallo Selina, was du noch nicht wusstest, wenn Max dich bis Arena 10 spielt, dass du sogar 4 Karten anfordern kannst. Würden bestimmt viele gern sehen. Aber Arena 10 ist aber viel, 3000 ne? Trophäen? Also nicht mehr heute auf jeden Fall. Dann vielleicht, du kannst ja noch richtig, richtig lange anfordern, wenn dein Musketier Level 8 und so ist. Dann machen wir das. Dann kriegen wir das bestimmt irgendwie hin. Oh Gott, der hat da echt einen verdammten Magier.
Ist der Trimax-Account ehemaliger Low-Level-Account oder gehört er seiner Freundin? Bitte anflüstern. Das ist mein Account. Das ist ihr Account. Hat sie von Anfang an gezockt. Wann hast du angefangen? Direkt als das Spiel rauskam, als du mir das gesagt hast, dass ich das spielen soll. Krass, ja. Witzig. Alter, habt ihr das wieder gesehen? Er setzt einfach einen Magier ein und der fällt einfach vom... Oh, das ist so gemein eigentlich, ne? Die Leute wissen gar nicht, wie man spielt dann. Oh, können die Minion-Horde... Ja, die Minion-Horde kann sogar noch den Sparky verteidigen. Guck ich das mal an. Da stimmt doch irgendwas nicht. Die wissen nicht, was abgeht. Der Sparky ist nicht gut. Der Sparky ist nicht gut. Man sieht ihn nie in der Herausforderung. Man sieht ihn nie in den Top 200 der Welt. Aber wenn man nicht weiß, wie man gegen ihn spielt, ist er zu krass. Ähnlich wie beim Inferno-Drachen. Willst du eher einen Sohn oder eine Tochter? Eher eine Tochter. Und wenn man zwei Kinder hat, erst einen Bruder und dann eine Tochter. Erst einen Sohn und dann eine Tochter. So, wir starten jetzt mal hier mit dem Sparky und wir lassen einfach mal den Gegner auflaufen. Ja, perfekt. Der setzt sich lieferbar ein, wir packen den Sparky ganz nach hinten. Und die werden jetzt richtig schön gebraten. Zack, weg sind sie. Salami-Mord hat subscribed. Wie heißt der? Salami-Mord. Kommt auf so welche Namen. Was sagst du dazu, wie die Leute hier heißen? Ja, sind kreativ, ne? so kann man es auch vorsichtig ausdrücken, ja. Sind kreativ, gefällt mir. Er schreibt well played einfach. Das Deck ist so krank. Frag mal, was ich in den Haaren habe. Ich habe Wachs in den Haaren. Strandmatte. Gatubi ist das, glaube ich. Diese silberne Buchse da immer. Läuft ganz gut damit. Haben wir immer noch 15.000 Zuschauer? Jetzt ist es ja schon kurz vor 10. Krass, ne? Hier schreibt ja dann, beide sitzen da und grinsen. Das stimmt. Seid ihr gut im Malen? Nee, ich bin super schlecht im Malen. Ich kann überhaupt nicht malen. Kannst du malen? Nein. Nee, ne? Ich habe auch gar keine Kunst mehr in der Schule. Wir schreiben alle, zeigt das Deck. Leute, ich habe eine ausführliche YouTube-Folge von diesem Deck. Oh, ja, auf YouTube. Wie es der Name schon verrät. ZRayZ spendet 2 Euro. Grüß doch bitte Bene. Und das lese ich nicht vor. Ihr seid so süß zusammen. Liebe Grüße an Bene und vielen Dank. Würdet ihr mal nach Österreich kommen? Warst du schon mal in Österreich? Ja, ein paar Mal. Ja. Aber das ist so wie Urlaub in Deutschland machen. Das ist jetzt nicht so das krasseste Urlaubsziel, wisst ihr, was ich meine? Aber so. Vielleicht irgendwann mal. Du meinst so auf Fantreffen-Basis, ne? Ich hab gerade mal geschaut, also ich hab auch jetzt gerade auf Twitch, ich habe super viele Zuschauer aus Österreich. Das scheint da auch ganz gut rein zu hauen, Clash Royale. Jemand fragt, ob ich mich hier wohlfühle. Ja, ihr seid auch alle super nett. Also, bringt Spaß mit euch. Lol, wie knapp der Sparky überlebt. Komm, hau einen Hit raus. Oh. Okay, kriegt er. Ja, aber das schafft der Riese, glaube ich, auch alleine, oder? Komm. Ja, 3 kommen. Also mit dem Deck läuft es halt echt krass. Könnt ihr Skifahren? Ich war mit meiner Gastfamilie einmal erst Skifahren und ich fand das ganz schrecklich. In Amerika war ich Skifahren und mir hat das gar keinen Spaß gemacht. Aber Max ist super gut im Snowboard, ne?
Ja, super gut nicht, aber gut, ja. Und Skifahren? Skifahren hab, ja, auch, kann ich auch. Snowboard fahren ist geil. Vielleicht, ich und mein Bruder fahren beide sehr gerne und gut Snowboard. Vielleicht sind wir irgendwann mal wieder im Skiurlaub. Und ich habe mir jetzt ja auch eine GoPro geholt. Ich werde ja im, wann, Mitte Februar, Ende Februar? Ja, Mitte Februar fahrt ihr, ne? Mitte Februar fahre ich mit meiner Familie, also mit meinem Bruder, Vater und Mutter, auf eine Kreuzfahrt. Da habe ich mir eine GoPro geholt, weil ich dann einfach einen cooleren Vlog machen kann, auch noch für Unterwasseraufnahmen und alles Mögliche. Meine normale Vlog-Kamera werde ich natürlich trotzdem mitnehmen. Jetzt habe ich sowieso schon die GoPro halt genau dafür. Und wenn man auch eine GoPro hat, kann man damit auch wunderbar zum Beispiel Snowboard fahren und so. Ich finde, die Aufnahmen sehen immer richtig geil aus. Vielleicht irgendwann mal. Seid ihr Tennis-Fans? Ich spiele selber Tennis. Also Tennis-Fans jetzt nicht, aber ich spiele auch Tennis. Ich kann auch Tennis spielen. Wieso lachst du? Wieso lachst du? Du kannst ja gefühlt jede Sportart. Sagst du auf jeden Fall immer. Nein, ich war in Tennis. Wie lange habe ich Tennis gespielt? Auch jünger. Als ich jünger war, habe ich Tennis gespielt, aber dann halt nie wieder. Aber da hatten wir das halt, war halt Sportprofil und da hatten wir auch Tennis in der Schule und da hatte ich 15 Punkte. Also ich war jetzt kein Tennisspieler, aber es läuft halt gut. Macht auf jeden Fall auch Spaß. Wir wollten nochmal zusammen Tennis spielen. Ja, ich weiß, im Sommer machen wir das. Das ist witzig. Das war witzig, wie du eben meinst, du kannst ja jede Sportart. Nein, ich bin sauschlecht im Turnen und so ein Mist. Und Laufen. So 5 Kilometer Lauf, ey, das geht gar nichts. Oh, das ist hier der erste gute Spieler, der weiß, was abgeht. Ich spiele in Norderstedt Tennis. TC Garstedt heißt das da. Bots spendet 2 Euro. Wann wirst du nächstes Mal ein Gem-Opening machen? Haben wir doch. Ein kleines haben wir vorhin gemacht. Das war auch kein kleines. Nee, war groß. Ja, das waren ja halt 15 Kisten. Das waren ja über 100 Euro wieder, ne? Das ist ja nicht klein. Nee, mittlerweile ist es ja so, dass die Leute halt hier immer spenden und dann kommen halt Chest-Openings. Ich hatte jetzt gerade ein Chest-Opening heute auf YouTube hochgeladen und das andere Chest-Opening war erst einen Tag alt. Und dann denke ich mir so, ja, also es ist halt jeden Tag gefühlt einer da. Oh nee, ey, der macht mich total fertig. Der hat ein Holz, ein Feuerball und ein Sepp. Komm schon. Und ein Eisgeist. Der knackt uns jetzt hier einfach. Obwohl mein Riese hat ganz gut Damage gemacht. Ist das jetzt hier die erste Niederlage? Oh, da macht er einen Fehler. Er setzt 4 Bogenschützen ein, wenn ihr die Valkyrie habt. Oh, Alter. Tut mir ja auch ein bisschen leid irgendwo dann, ne? Konzentration nochmal. Setzt schon mal ein Sparky ein, falls dort jetzt noch ein Royal Giant kommen sollte. Bisher nichts. Er wirft einen Feuerball. Jetzt hat er keinen Feuerball mehr. Das ist ganz nice. Ich setze jetzt mal selber eine Minion-Horde ein. Mit einem Zap. Sparky sollte das Ganze hoffentlich überleben. Und ein Hit. Komm, ein Hit, Sparky. Man muss er gar nicht, der Riese. Nimm sie hart ran, spende 2 Euro. Trimax, bester Streamer und YouTuber. Hau ab. Nein. Toll, Sparky. Der schießt einfach nicht. Na, jetzt finisht er zwar, aber jetzt hat er nichts mehr. Obwohl? Komm, Sparky, ein Hit noch. Ja, nice. Doch noch gewonnen. Was machst du in deiner Freizeit, Max? Außer Sport, YouTube, Twitch? Dich mit mir treffen? Mehr mache ich nicht. Früher war ich jedes Wochenende feiern, heutzutage nur noch. Ihr seht es ja am Wochenende, ja? Ist heute Freitagabend? Ja. Ja. vielleicht einmal im Monat gehe ich vielleicht noch feiern, maximal. Sonst eigentlich nichts. Also, es macht ja auch mega viel Spaß, ne?
Was? YouTube oder feiern? Alles. Nein. Beides. YouTube. YouTube, YouTube. So dass ich gar nicht mehr feiern gehen. Ich habe gar nicht mehr so das Interesse da hinterher. Ab und zu mal so richtig, ja, so wie an Silvester, das muss manchmal sein, aber so jedes Wochenende sich da irgendwo super weit irgendwo in den Club zu fahren und sich dann abzuschießen, brauche ich gar nicht mehr so dringend. Da macht mir das Stream ein bisschen mehr Spaß. Und hast du Rückenschmerzen? Ja. Kann nicht mehr so gut sitzen. Oh, lehn dich doch zurück. Hilft das? Nee, jetzt bin ich noch döber. Komm, nehmen wir uns beide zurück. Wie ist das? Jetzt sind wir weiter weg. Nee, jetzt bin ich auch doof. Passt schon. Na, noch ein Spiel. Ja, noch ein Spiel. Noch ein Spiel. Irgendwann müssen wir ja verlieren. Mir fällt jetzt erst auf, dass es eine andere Facecam ist. Ja, sonst habe ich ja immer hier diesen... Was ist denn das sonst hier immer? Diesen Wappen da, wo ich dann drin bin, ne? Das hat nicht gepasst zu zweit, deswegen mussten wir heute ein bisschen improvisieren. Aber geht auch eigentlich so. Also wir haben jetzt Greenscreen nicht benutzt. Finde ich aber trotzdem ganz nice. Komm, Sparky, hau einen Schuss raus. Zack. Down sind sie. Sparky überlebt sogar noch, weil Kyra davor, Musketier lebt auch noch. Wenn er jetzt einen Sepp hat, zerstört er mich halt komplett. Alter, guckt euch an, das meine ich. Er weiß nicht, wie man spielen soll. Er setzt eine Valkyrie in den Funky rein. Und obwohl der Funky kein Leben mehr hat, one-hittet er die Valkyrie mit Hilfe des Musketieres. Und wir kriegen da noch einen Hit raus. Er setzt die nächste Valkyrie ein. Kann man schon fast Mitleid haben. Setzt halt seinen Packer in eine Minion-Horde mit einem Sparky. Ist aber mutig irgendwo, oder? Sind wir immer noch 15? Ich muss jetzt mal hier ganz kurz selber gucken. Ich kann es ja nicht fassen. Ich aktualisiere mal. Ne, nur 14. Nein, was heißt nur noch? Aber 15.000 sind wir nicht mehr. Ich aktualisiere nochmal. Die genauen Zuschauer, das wird ja dann auch später. Ja, 14.280 Zuschauer, das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Also das öffnen wir hier wieder. So, sehr schön. Wie viele Zuschauer hast du denn sonst? Also auch 10.000 mindestens, ne? Nur dann bei den Openings oder bei krassen Sachen, ne? Also das ist schon viel. Das ist richtig viel. Wo nehmt ihr gerade auf? In Max Zimmer, also. Ihr habt ja aber mal, ich habe ja auch eine Roomtour auf YouTube, die könnt ihr euch ja geben, wenn ihr wissen wollt, wie das hier aussieht. Ihr seht jetzt ja nur ein Greenscreen, ihr seht ja gar nicht, wie es hier alles aussieht, wie das alles aufgebaut ist. Das könnt ihr euch mal reinziehen, dann wisst ihr Bescheid, wie es hinter der Kulisse aussieht. Unrizzle TV spendet 15 Euro, übernimmt die Überweisungskosten und schreibt alles Gute fürs neue Jahr euch beiden Süßen. Hashtag NoHomo, PS. Wirst du Treffstandorte in Leipzig schicken außerhalb der Dreamhack? Zum Beispiel Meckes oder sowas. Ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ist keine schlechte Idee, allerdings, falls da zu viele Leute aus irgendeinem Grund kommen sollten, gibt das halt Ärger. Das ist dann nicht gut. Schwierige Sache. Aber könnten wir theoretisch machen. Wenn ich das ganz spontan Bescheid gebe, glaube ich auch nicht, dass da so viele Leute dann kommen werden. Defensives Koboldfass läuft. Ich glaube, er hat noch einen Sepp. Nee, einen Feuerball. Oh mein Gott, der Sparky ist einfach immun. Sparky ist total heftig in den unteren Arenen. Aber vielen Dank, Handwissel TV. Unrizzle TV, kennst du den? Vom Namen, ja.
Der ist auch schon von ganz Anfang. Er ist einer der ältesten Subs und mega lange schon dabei. Ich hatte auch mal einen Shoutout auf seinen YouTube-Kanal gegeben. Vielleicht kennst du. Der hat irgendwie 600 Abonnenten, danach hat er irgendwie das Doppelte. Das war ganz krass mal. Oh, geil. Hat er sich aber auch verdient. Uli 18 spendet 2 Euro, übernimmt die Überweisungskosten. Yo, Trimax, erstmal echt geiler Stream wieder. Und mich würde interessieren, was für ein Auto du hast. Mach weiter so. Hatte ich ja eben schon gesagt, also ich und mein Bruder teilen uns einen VW ab. Das ist der etwas, na, mittlerweile auch nicht mehr neu, aber ein Kleinwagen von VW. Und damit bin ich mega zufrieden. Komm, ein Hit der Sparky, komm. Nein! Eine halbe Sekunde, das wäre der Three-Crown gewesen. Jetzt müssen wir uns hier nochmal abrackern. Die Zeit über. Oh, eine Skelett-Armee in Giants, in eine Valkyrie ist ja mutig, sag ich mal, ne? Alter, guckt euch mal an, wie die Leaderbomber einfach vom Sparky umfallen. Und sein Tornado verstehe ich da auch nicht. Ja gut, kein Three Crown Win, aber trotzdem eine eindeutige Nummer. Also den Sparky, ich kann, Leute, wenn ihr ihn habt, zockt ihn. Ich werde langsam müde. Du wirst langsam müde? Ich finde das auch anstrengend, die ganze Zeit auf den Computer zu gucken. Echt? Ja. Da gewöhnt man sich nach ein paar Monaten dran. Aber stimmt, du zockst ja auch so nicht, ne? 22, wollen wir 22 Uhr Schluss machen? Ja. Okay, zocken noch ein bisschen wir. Ein bisschen zocken wir noch. Ich habe jetzt aber Hunger, muss ich sagen. Ich auch. Auch Hunger. Richtig Hunger. Hier fragt jemand, bis wann gibt es die 13% auf deinen Merch? Erstens sind es 17% und ich glaube bis zum 12. Da will ich mir aber nicht so sicher sein. Und zwar ist der Code, damit ihr 17% kriegt, HAPPY17, also weil 2017 ist. HAPPY17. Ich glaube bis zum 12. Das ist schon ordentlich. Fast 20% geht auf jeden Fall klar. Sepp Zerep spendet 2 Euro. Meine Donation wurde einfach nicht vorgelesen. Oh. Dann habe ich das wohl übersehen. Tut mir leid. Da? Ach, da unten. Wie kannst du die... Du hast eine Aufgabe. Nee, alles gut. Davor hat Sepp Zerep 2 Euro auch nochmal gespendet und schreibt, was hältst du von Summers? Summoners War? Summoners War? Das kenne ich nicht. Das ist eine App. Was kann die? Ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist das, glaube ich, dieser üble League of Legends Fake für Mobile Games. Ja, also die App kenne ich nicht. Oder? Nee, das heißt, nee. Summoners War? Das war Mobile. Mobile Summer. Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Ich, keine Ahnung. Ich enthalte mich. Oh, der Gegner wirft Pfeile auf den Funky. Läuft bei ihm. Also der Funky hat so viele Stärken, die ist man sich gar nicht bewusst. Der kann einfach einen Packer töten. Und Elite-Barbaren und Schweinereiter. Und alles, was nervt, killt er einfach mit einem Schuss weg. Aber trotzdem ist die Karte nicht wirklich stark. Muss lernen, spendet 2 Euro und schreibt oder fragt, Schoko oder Vanilleeis? Eher Schokoeis. Bei mir absolut Vanille. Ja? Ja. Vanille ist ein bisschen langweilig, finde ich. Wie lange streamt ihr noch? Noch 7 Minuten, also bis 22 Uhr. Die schreiben alle, ich soll bis Arena 8 machen, das ist nicht mehr lang. Oh. Schaffst du es noch? Ja. Ja, ne? Wie lange ist denn ein, das? 1-2 Siege. Ah, ja. Was? Es geht ja schnell, hoffentlich. Ja. Geht einmal wieder mit einem optimalen Inferno-Turm-Placement. Wie wart ihr so in der Schule? Ja, aber super. Mittel. Ist ja super oft hier die Frage, ne? Also ich bin ja noch gar nicht fertig mit meinem Abi. Aber Max war, ja, Mittel, ne? So in Ordnung. Ja, war immer schlecht, aber dann zum Abi hin mal Gas gegeben in der 12. Klasse, dann ging das. Wir haben die zweitmeisten Zuschauer in Deutschland. Mehr als Monte. Das ist ordentlich. Wie viele Zuschauer hat Monte denn gerade? Das liegt aber halt auch
daran, dass das Clash Royale ist, ne? Clash Royale ist mega im Hype, wurde gerade Mobile Game des Jahres. Das muss da gar nicht unbedingt an uns liegen. Das ist einfach, weil die Clash Royale sehen wollen. Oder warum seid ihr hier? Seid ihr hier wegen uns oder seid ihr hier wegen Clash Royale? Würdet ihr euch das jetzt hier auch angucken, wenn wir Minecraft zocken würden? Monte hat 6000 6000, okay. Zuschauer. Ist auch ordentlich. Ja, hast du mal mit mir und Monte so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sei halt irgendein Special-Stream, dann hat er halt seine 50.000 Zuschauer gefühlt, dann ist Ende. Ja, die meisten sind wegen uns da. Oder beides. Ja, die Kombi ist es, glaube ich. Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt komplett bekloppt wären und super unsympathisch und mega bescheuert, dann würde das, glaube ich, auch nichts bringen. Nice. Das Parky, der geht so durch, ne? Hast du schon mal verloren eigentlich? Noch gar nicht? Gute Frage. Ich glaube nicht, oder? Ist ganz entspannt. So können wir mega viel auf den Chat achten. Nee, nein, das bin Das ich. warst du noch, ne? Ja. Aber was war das denn? Das war eine. Was war das? Was hast du da gezockt? Diese zufällige. Wie heißt das hier? Habe ich das für dich gespielt? Nee. Sicher? Du hast zweimal hintereinander 3-0 gespielt? Ich kann mir vorstellen, dass ich das Ja, gewesen war, vielleicht ne? war Auf deinem Handy. wo geht denn das hier los? Wo hab ich denn angefangen zu zocken? Hier geht's los langsam, ne? Hier, das waren die ersten Spiele. Wo hab ich denn. Hab ich was verloren? Nee, haben wir bestimmt nicht. Nichts verloren? Lass mal zählen, das ist witzig. Nice Boy spendet nochmal 2 € und schreibt die Kombi. Zähl mal hier ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Boah, ich kann gleich mal raufgucken. 31, 32, 33 Siege hintereinander. Ist jetzt natürlich auch keine Leistung mit dem Kartenlevel, mit den Decks hier unten. Das ist immer ein ganz witziger Fun-Fact. 33 Mal hintereinander gewonnen. Wie viel oft musst du jetzt noch gewinnen? Einmal, wenn ich richtig viel Trophäen kriege, einmal. Okay. Max hat Style und das Geld spendet 2 €. Dritte und letzte Spende hattet ihr schon mal. Nicht vorlesen, ne? Nö. Könnt ihr bitte Moritz grüßen? Liebe Grüße an Moritz. PS war gerade 8 Tage auf den Malediven. Oh, schön, bin ich ein bisschen neidisch. Gegner hat gerade Instant Good Game geschrieben. Ich glaube, der ist richtig sauer. Du sollst ein Selina Sub, also ein Selina Smiley für die Subs einrichten. Ja? Das geht für dich? Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Könnte ich machen. Das ist ja nur so ein Mini-Bild, ne? Ja. Das geht dann wieder. Oh, geiler Sepp, dadurch haben wir noch einen Hit rausbekommen. Oder? Ich glaube, durch den Sepp haben wir einen Hit rausbekommen. Hätten wir auch ohne Sepp den Hit vom Funky rausbekommen? Ich kenne mich da nicht so aus, bin kein begnadeter Funky-Spieler. Valkyrie und Fire Spirits gegen die Elite bewahren. Funktioniert. Funky, ein Hit bitte. Ja, gut, die Kobolde. Kann er wenigstens noch töten. Ja, das muss gehen. Läuft mal gerade gar nicht so gut, ne? Was wollen wir denn machen? Einfach nur, weil dein Gesicht drauf ist? Ja. Oder hast du eine bessere Idee? Weiß nicht. Was, oder irgendwas Cooles? Was können wir machen? Kausi175 hat subscribed. Vielen Dank. Mit einer Krone schreibt jemand. Oder uns beide zusammen.
Das passt ja nicht so gut auf einen Emote. Muss ja. Ist ja super mega klein, das Ganze. Oh, super Eisgeist, ey. Komm, Sparky, noch einen Hit trotzdem. Bitte! Oh, er hat's. Oh nein! Der macht uns hier nass! Ich kann nicht sagen, dass ich das letzte Spiel jetzt hier verliere. Nice Boy spendet nochmal 2 Euro. Ich bin süchtig nach deinen Streams. Du rettest sehr, sehr vielen Leuten den Abend. Liebe Grüße an Niki. Das war ein Kompliment. Du bist konzentriert. Ich bin konzentriert. Das ist jetzt echt im allerletzten Spiel. Das allerletzte Spiel verlieren wir jetzt hier noch. Ja, der Schweinerei kommt durch und das ist das Ding zu Ende. Na super. Er hat echt einen Freeze, einen Zap und einen Eisgeist. Er hat einfach 3 Karten zum Einfrieren des Sparkys. Jetzt tut mir leid, das ist doch eigentlich das letzte Spiel. Das muss ich noch 2 machen. Ich muss auf Klo. Also, ich würde sagen, was machen wir das, wenn wir das nächste Mal deinen Account zocken, oder? 22 ja. Uhr ist es jetzt genau. Okay. Du bist erlöst. Ich mach noch ne Tschüss sagen und ein Host und du sagst schon mal Tschüss und kannst dann auf Klo gehen. Okay, tschüss Leute, hat Spaß gemacht mit euch. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr gut.